Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Folge 2 Trine 2 Complete Edition. Da oben ist eine Flasche, die will ich gerne haben. Ach, da wurde ich schon wieder geportet. Ich will die Flasche jetzt haben. Und hopp. Oh, eine Kiste. Na. Ja. Bin hier so, ich hänge hier so schön ab und du, da unten, das ist auch noch was. Da unten ist doch eine Kiste, die ist doch bestimmt dafür da, mit der Zauberer, die hier gegen stößt oder so. Wohin gegen? Warte mal, ne, ich glaube... Da unten ist was runtergefallen, da. Rechts unten. Rechts unten, wo es leuchtet. Genau. So, und da oben liegt auch noch was, glaube ich. Ach ne, das ist nur das Licht. Gut. Schaukel mal darüber. Oh. Da oben liegt noch was. Ah, ich finde Tastatur und Maus ist nicht gerade toll. Also ich sollte doch irgendwann mal auf Controller umschwenken. Das sind doch ein bisschen... Ah, da oben ist schon wieder ein Leuchtding. Da muss man wieder hin. Oh, da habe ich auch Glück gehabt. Da oben. Dann werde ich doch mal versuchen. Warum kann der denn nicht? Da ist doch eins. Doch eins entdeckt. Ja, wir müssen mal auf den Frosch warten. Herr Ritter. Wieso, ich bin da schon drüben. Ach so, dann ist es TJ. Ich bin ja der Ritter hier. Dann, ach so, dann umgekehrt bitte. Wir müssen ja auf den DJ warten. So, da haben wir schon mal eins. Oh. Ja, da oben ist auch noch eins hier über dem Baumstamm. Ich habe auch immer noch eine Kontrolle-Einblendung hier mitten im Bild. Jetzt müssen wir hier auf den... Ja, wie kommen wir da jetzt dran? Ich glaube, ja, ich diesen Baumstamm kann ich dann mit einer Kiste hin und her bewegen. Ja, vielleicht, So, zack. Genau, mal ordentlich, Autsch. Jetzt muss ich nur richtig schwingen. Oh, verdammt. Ja. Und? Hopp! Ach. Ja, das war semi-gut. Die Kiste im Wege, Jo. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Okay. Dann. Wo ist der Krieger mit dem dicken Hammer? Wird das hier schon gelöst, das Rätsel hier? Hm. Normalerweise muss das doch hier auf der linken Seite laufen, das Wasser, und nicht hier nach rechts. So. So. Macht die denn da? Ich will die Bläschen alle haben. Wo kommst du denn noch nicht kurz davor? Ja.
Harry Schade, oh, ist noch eins, verdammt. Da sind ganz viele. Ja. Da ist auch noch was. Eindringlinge! Oh. Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Ja. Hol deinen Piekser! Ich habe wieder die Hälfte verpasst. Mein Schatz! Ah, Kobolde! Angriff! Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich glaube, ich bin der Einzige, der gar nicht kämpfen kann, ne? Außer mit meinen Kisten. Ja, ich kann nur, Das ist nämlich gut, wenn ich dann die Kisten... Bist du jetzt der Magier, oder wie? ...kaputtgeschlagen. Oh, Level up! Ja. Wo bist du wieder Magier? Ja. Okay. Seit Beginn. Ja, ich dachte irgendwann zwischendurch wäre Chichi der Magier. Nee. Man kann auch irgendwie den Charakter wechseln. Also ja, mit hier. Tut mal einer die Kiste hier drauf. LLB. Was tust du? Ja, das musst du machen. Du kannst Kisten bewegen, das können wir nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das Spiel ja auch schon gespielt. Aber Kiste, wenn ich hier hinten noch bin, weil ich mich auch nicht... Nimm erstmal die Kiste, die hier ist. Brauchst du nicht hinzaubern. Ja, das ist doch immer super simpel. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Oder? Wo musst du denn hin? Ist doch falsch. Muss... Kommt das Ding dann hoch? Ah, oder so? Hauptsache ich. Wie benutze ich denn noch mein Schild? War das noch? Ne, mit dem rechten nach oben. Rechter Knopf. Ich will auch! Ah ja, okay, so war das. Ihr unfairen Biester! Oh, da oben ist noch Herz und noch eine dicke Flasche. Oh ja. Zauber mich mal da hoch. Nimm mal deinen, ich stehe jetzt das auf der Kiste, jetzt kannst geht du mich... nicht, die... da habe ich nicht genug Kraft für. So, müssen wir das... Ah, super. Ja, da oben ist noch mehr, ne? Und nochmal, hopp! Ah! Hopp! Bin ich... Und nochmal, hopp! Oh! Hopp! Und hopp! Oh! Nein, jetzt bin ich wieder hier unten. Und hopp! Ach, nochmal! Nee. Die magische Kraft! Los! Hopp! Nee, ich glaube, das geht nicht. Warte mal, kann ich das da oben nicht runterhauen? Das sollte doch auch gehen. Ich sehe da oben auch nicht viel. Wo geht... Hopp! Kann man das nicht rauszoomen? Nee, kann man nicht. Hopp! Und nochmal! Hopp! Ja, wir haben es geschafft! Wuhu! Levelaufstieg! Ich sollte gleich mal eine Runde skillen. Irgendwie. Was ist denn, was ist denn hier los? Ich glaube nicht, dass das geht. Doch, mit Tabulator. Ah. Was kill ich denn mal? Einen Fähigkeitspunkt. So. Frostpfeil oder Bewegungsunsichtbarkeit. Ich nehme mal den Frostpfeil. Ach, was ist das denn hier für einer? Ein blöder Kobold. Upgrade der? Kaufen. So, jetzt habe ich hier den Abfrostfrei gekauft. Ah, siehst du mal. Habt ihr das entdeckt? Ja, aber bei mir geht das aber nicht über Tabulator, oh, sondern ja, Select. Deswegen ist das sehr wichtig, dass wir diese Bläschen einsammeln, möglichst viele, weil das gibt nämlich die XP-Points. Soviel ich weiß. Hier ist eine Kiste. Die kann ich jetzt erstmal schön öffnen, ganz alleine oder auch nicht. Bogen vollspannen. Aha. Also das ist der ganze Skilltree. Ja, so viel ich weiß, ja. Oh, okay. Du hast ein Sammlergemälde gefunden. Ach, wunderbar.
Oh. Ich möchte jetzt hier die... Ah, schade, da geht es ja auch noch weiter. Wenn ich hier diese Bläschen einsammle, zählt das eigentlich für euch mit? Keine Ahnung. Denke mal. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder 2 eingesammelt. Wurde das bei euch angezeigt? Okay. 29, ne? Haben wir. Ich habe 24. Okay, dann doch nicht. Oh! Oh! Aua. Muss doch irgendwie hinkommen. Wie geil ist das denn? Ich hab den eingefroren, den Gegner, und du? Wart ihr eigentlich da oben bei der Kiste schon? Ja, die habe ich schon fleißig geklaut. Okay. Ohne euch. Geh den hier ab. Wartet doch auf mich. Ach, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht drüben. Da oben ist wieder so ein Ding, DJ, so eine Blase. Da wo die Kiste runter. Ach, das ist so Mist. Kommst du nicht hoch? Ah, das ist schön. Schöne, große, dicke Kiste. Ja, du magst die dicken Dinger, ne? Ja. Komm mit, kommst du? Nee. Hier oben ist auch noch so viel. Oh! Oh, da ist das runtergefallen. Ja. Wie wird hier alles schneller? Ja, Frechheit. Das ist gut hier. Gut, die Pflanzen gehen schon mal nicht kaputt, die da auf einen schießen. Ah, oh, Mensch, ich bin gestorben oder was? Oh. Ja, ich bin gestorben, aber bin sofort wieder da gewesen. Gespawnt. Ah, jetzt fällt hier musst du die Kiste vormachen. Was ist denn hier los? Da musst du eine Kiste vormachen. Normalerweise. Genau. Man kann ja nämlich schießen, wie er will. Tolle Idee hier. Ein Bläschen! Hm. Kann man die hier unten vielleicht einmal so runterkicken? Nee. Ah, okay. Da oben ist glaube ich noch eine. Gucken wir mal nach. Cool, ich kann euch hier oben oder nicht? Seid ihr nicht jetzt mit hier oben? Scheiße. Sagen wir da hoch? Oder? Nö, müsst ihr nicht, aber ich dachte mal, hier oben gibt es noch ein paar Sachen um Gegner. Ja gut, ich kann jetzt nicht alles einsammeln alleine, sehe ich gerade. Da bräuchte ich doch schon jemanden, aber... Ja, ich versuche hier gerade ein Filmchen zu bauen. Aber ich habe hier gerade einen Mitstreiter, der dagegen anarbeitet. Ja, jetzt hat er kaputt gehauen. Ich glaube, es hat sich erledigt. Ich glaube, ich habe doch alles... Kommt man hier nicht durch? Oh. Ja doch, durch? Weiter komme ich jetzt leider nicht. Hier ist ein dicker Felsen, aber... Oder? Ne, doch, geht doch. Was ist das denn hier? Das ist ja hart. Ob es hier noch irgendwas Schönes gibt, da leuchtet doch noch was. Kommst du da durch? Ja, ich geh einfach mal weiter hier. Level Aufstieg. Ah, du sollst jetzt jumpen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin tot. Hmm.
Kriegt ihr dann irgendwie so eine Nachricht oder irgendwie sowas? Level up habe ich schon wieder. Bei mir steht irgendwie, ich warte auf Antwort. Echt? Hä? Bei mir ist nichts. Ich habe ein Archiv bekommen, Zirkel so. Und die Zoe. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hier benutzen. Ja. Ich bin, glaube ich, ganz woanders. Ich habe schon wieder eine Kiste. Ein Sammlergedicht gefunden. Da seid ihr ja. Gut, da ist nämlich noch ein Kügelchen hier oben. Oder zwei. Drei. Ja, da unten ist so eine Aufstiegsblase und da unten ist noch so ein... Weiß nicht, was das hier ist. Guckt den mal an hier. Oh, wer ist das denn da? Brauchen wir den noch oder was ist das? So, ja, die Blase. So, ich habe Levelaufstieg hier, was? Kommt denn mal bei deiner Blase oder machst du die ständig kaputt? Lustig aussehender Fels. Nö, die hängt oh, gerade hier. Aber die steht immer kaputt. Genießt eine Dusche. Vielleicht die. Müssen wir hier vielleicht die Herz. Komm. So, jetzt, da oben ist noch eins, oder hast du? Ja. Ja, dann vielleicht von der Blase auf die Kiste. Ja, die Blasen, die platzen leider sofort. Ja, aber wenn die Blase da hoch ist, platzt sie gar nicht. Mal gucken, wie lange die hält. Alle weg. Und alles. Oh. Achtung. Oh. Oh, die Kiste beim Weg. Oh, schön habt ihr das gemacht. Schön. So, jetzt haben wir hier unser nächstes Rätsel und danach kommt nämlich die dicke Schnecke. Ich werde noch nichts sagen, wie es funktioniert. Warum bin ich jetzt hier rüber gesprungen? Kann mir das mal einer erklären? Egal. Ich gebe nur schon mal einen Tipp, der Zauberer muss sich auch hier, der muss etwas bewegen. Und du? Wie geht's hier weiter? Ich stell mich mal hier drauf, das ist hier mein Tipp. Volle Cheater. Der Zauberer muss hier, das hier, bewegen. Zum Wasser hier rüber, mit das dann hier drauf fließt. Das kannst du hier bewegen, hier das Ding hier. Ja, das genau. Also, zack. Das Wasser muss nach rechts oder wie? Das muss hier aber auf das Glitzern. Das muss irgendwie auf die Schnecke fallen, glaube ich. Auf das Glitzern genau erstmal. So, oder? Nee, du warst doch eben, ne? Nee, hier auf das Glitzern muss das. Ach, das also Glitzern. Links. Ja, rechts und links Sprecher haben wir schon festgestellt. Kann man jetzt irgendwie das Ding hier nochmal drehen, oder? Doch. Ah! Vielleicht brauchen wir auch noch die Kiste dazu. Wir müssen auch nach hinten, ne? Nein! Super! Und nochmal drehen! Ach, da wechselt das schon. Geht denn hier ab jetzt? Ja, das hat Wasser abbekommen. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Was ist das? Über eine Schlange. Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Ich muss da jetzt mal eine Runde skillen, glaube ich. Ich komme nämlich gleich zum ersten Boss, glaube ich. Da oben. Okay, Fähigkeitspunkte, Kosten 2. Das Ding da mal weghauen. Hopp! Hopp! Da oben ist noch eins. Hopp! 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 Was macht ihr denn da? Hopp! Hallo, was schmeißt ihr denn hier mit Kisten um?
man denn da nochmal? Wie kommt man denn da hin? Hopp. Da ist noch ein Bläschen, eine ganz dicke Blase da oben. Eine ganz, ganz dicke. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Mhm. Einer muss da ja drauf springen. Hopp. Ja, und wahrscheinlich da gleich wieder runter. Ah, da oben sind noch mehr, okay. Ach. Geht's unten noch weiter? Nee. Tschüss. Dulle Wurst. Ich denke mal, die Level können wir noch 10-mal machen, um alle Fläschchen mal zu kriegen oder Blasen oder so. Ja, hier haben wir das nächste Rätsel quasi. Oh, das hat sich schon erledigt. Hier ein bisschen viel. Ah, shit. Ja, das Rad hier oben muss angetrieben werden. Das ist auch unter den Dingen. Unter dieser Schaltung ist auch noch eine Flasche. Ja, da sind noch einige Fläschchen. Ich habe auch ein paar jetzt ausgelassen. Hier müsste jetzt eigentlich theoretisch eine Kiste hin, wo ich jetzt bin, damit man da dann drauf springt, um an dieses Bläschen zu kommen. Ja, Bläschen bräuchte ich auch, weil sonst komme ich hier nämlich nicht rüber, so wie ich das gerade sehe. Ja, ich meine jetzt diese EP-Bläschen, diese. Wo ist denn der Kermit überhaupt? Der scheint tot zu sein. Ja, ich warte auf meine Wiederbelebung. Okay, dann muss ich jetzt leider hier... Ja, genau, jetzt tun eine Kiste hier hin. Und da oben das Rad, das kannst du bewegen, glaube ich. Glaub, die geht kaputt. Das geht doch nicht. So, genau. Und da oben ist ein Rad, das müssen wir irgendwie bewegen. Hier. Ah, easy peasy. Genau. Der TJ, da solltest du dich ranhängen. Das ist noch ein Fläschchen, ein Bläschen meine ich. Und hopp! Hopp! Oh! So, da ist aber noch ein. Ah, das kann ich schon. Hopp! Da oben ist auch noch was. Hopp! Och ey, was ist das denn für einer hier? Ja. Was macht ihr denn da? Ja, kann ich nicht tun. Was sind hier für einer? Du bist auch schon so, das kann ich nicht auch sagen. Oder eingeschlafen, du weißt es nicht. Leichenschändung, boah, der dreht sich an einem Bein. Hier ist noch ein Bogenschütze, kann den mal jemand abschießen? Moment, ich hole mir mal oben die Flasche, so. Ich bin zu dir. Oder so. Ich bin aufgestiegen. Da muss ich jetzt mal gucken. Weg damit. Oh. Hm? Oh. Hm? Komm, put, put, put. Huh.
Plattform, es bricht. Oh, 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 oh. Das war mir klar. Was macht ihr denn da? Ich bin leider runtergefallen und wurde dann von den netten Blümchen vernichtet. Da ist gerade ein Fläschchen runtergefallen. Bei euch da. Könnt ihr euch unten noch einsammeln, zwischen den Blumen. Ich hab einen Bogenschützen, ja. Ich kann nicht loslassen, dann schießt er auf mich. Kann ich ihn heilen lassen? Henry. Die Bogenschützen oder so und freilassen und töten kann. Ist das der Wind? Hier oben ist noch was! Nein! Das ist die Luft aus diesen Rohren! Hier müsste mal einer draufhämmern, glaube ich, oder? Ne, geht auch so. Wo sollen wir hin? So. Mach kaputt! Oh. Einmal mit dem Hammer drauf. Oh. Die ganze Flasche mit weg. Ah, hier unten ist sie. So, jetzt müssen wir hier das Röhrchen, ne? Das muss hier oben drauf. Hier drauf muss das. Da ist das Röhrchen. Hm, unten ist ein Rohr. Ja, ja. Ein süßes kleines. So richtig hoch komme ich aber nicht. Nee. Zu schwer. Von dort dann auf die Kiste und dann weiter springen. Zack. Nein. Da ist unten ist ein Rohr, das kannst du bewegen. Das Rohr soll ich bewegen? Ja, unten. Vielleicht auf dieses Rohr rauf irgendwie. Da ist ein Rohr, das kannst du bewegen, das kannst du da drauf stöpseln. Hier, dieses hier unten. Ja. Achso. Ja, geht nicht, wenn da jemand drauf steht. Ich glaube, das musst du noch drehen. Ja, ich eine Suche. Ey. Das hat, hast du mit dem Objekt drehen mit A oder D? Nee, es geht nicht, wenn immer jemand reinspringt. Dann ist es weg. So, was hat uns das jetzt gebracht? Ja, vielleicht ist das auch falsch. Man weiß es nicht. Vielleicht? Ich will das da oben haben. Mach mal eine Kiste. Bitte. Ja, da ist eine. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das irgendwie schaffe, da oben dran zu kommen. Ah, hier unten kommt ja auch noch Luft raus. Da hätten wir das mal einfach drehen müssen. Hopp! Mach mal bitte hier eine Kiste und versuch mich da hochzuschicken. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Oh. Und nochmal. Hopp. Hopp. Nice. Jetzt. Hoi. Ja. Levelaufstieg. Oh, und ich komme hier nicht raus. Ja, ich bin auch nur hochgesprungen. Einfach von ja, ich komme hier nicht hoch. Das. Okay, warte. Nehmen wir doch einfach mal den Feuerpfeil. Jetzt springen wir nochmal hoch. Ach. Mit dem. So, jetzt. Ne. Dieses Rohr, das ist doch blöd. Das ist so. Das ist so. Warte mal weg, genau. Ich geh erstmal hier weg. Ja, siehst du, dieses blöde Rohr da. Lustig anmutender Ort. Hallo! Na? Wollt ihr leveln? Oh, du Scheiße. Oh. Sieht euch an, wie groß das Ding ist. Das ist monströs. Oh, was ist das denn? Tut aber ordentlich Aua. Oh. Ah.
Oh. Tja! Am letzten Checkpoint fortsetzen. Gehen hier ab. Wieder getroffen. Aha. Vielleicht kann man den auch nicht töten. Vielleicht muss man auch einfach nur durchlaufen. Du hast doch das Schild. Das muss, glaube ich, in so einer Rettung sein. Und jetzt weiter. Komm. Was für ein Knabberspaß! Schlechte Entscheidung. Du musst einfach ein paar Schritte dem Schild machen, glaube ich. Weiter, weiter, weiter. Ah. Er schnappt einfach zu der Schweine und ja. Okay, dann müssen wir. Ja, los, DJ. Ne? Zeige es ihm mit deinem. Genau, erstmal die Bläschen. Oh! Oh. Hier gibt's keine Hilfe, das ist blöd. Oha. Ja. Oh. Was kann man denn bei dem machen? Ja, hat sie wieder. Also attackieren scheint nicht so das Sinnvollste zu sein. Ne, ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass wir den töten. Anscheinend müssen wir uns darüber. Ah, wenn du jetzt ganz nach links gehst, kannst du uns wiederbeleben. An die Blase. Okay. Oh. Vielleicht kann man hier auch was lösen. Vielleicht geht er dann kaputt, stirbt er dann vielleicht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kann man da was machen. Vielleicht kann man hier irgendwas niederschmettern. Kann sein, man weiß es nicht. Dahin. Kannst du ihn denn mit dem Bogen überhaupt treffen? Nee, mit dem Boden kriegst du den, kannst du den nicht. Nee, nee. Nee. Ah, wir haben ein Echo. Jetzt sich in den Thron stürzen. Echo. Echo, hallo, Echo. Hallo, da. Echo, hallo. Haha! Was hast du denn da gemacht? Okay. Ah! T-Shirt, der hat's nochmal früher drauf gekommen. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Genau, schön im Auge behalten, das ist immer gut. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, ist das so, mit großem Interesse verfolgen, das ist immer gut. Das ist ja wie bei Facebook, da verfolgt man ja auch mal Leute. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und frohe Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten, genau. Bis dann, tschüss.